Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer Übungssession zum Thema Skalenniveaus. Wir schauen uns heute einige Fragen von der Webseite testedich.de an. Ich habe auch unten in der Beschreibung den Link gesetzt, also kannst du das Quiz auch zu Hause einfach nachmachen. Du kannst auch hier einfach kurz bei jeder Frage stoppen und selbst überlegen, welches Skalenniveau du ausgewählt hättest. Wir gehen heute 10 Fragen durch. Insgesamt hat dieses Quiz 25 und wir machen heute den ersten Teil und los geht's mit den Telefonnummern im Telefonbuch und die, würde ich sagen, sind nominal skaliert, denn bei Telefonnummern wollen wir einfach nur, dass verschiedene Personen oder verschiedene Telefone verschiedene Zahlen bekommen. Solange das erfüllt ist, ist das ausreichend und wir wollen da keine Ordnung, also eine größere Telefonnummer ist nicht besser oder schlechter, sie ist einfach nur anders. Als nächstes haben wir die Kleidergröße SMLXL, das ist, würde ich sagen, ordinal skaliert, denn wir haben eine Rangordnung, also die Größe nimmt zu, allerdings sind die Abstände zwischen diesen Größen, die sind nicht gleich groß, also von S auf M und M auf L. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Abstände gleich groß sind. Deswegen nur ordinal skaliert, nicht mehr. Okay, dann haben wir die Himmelsrichtung Norden, Süden, Osten, Westen. Die Himmelsrichtung, das ist ein ganz interessanter Fall. So wie es jetzt dasteht, würde ich sagen, das müsste nominal skaliert sein. Es ist einfach eine andere Richtung. Allerdings könnte man hier auch sagen, ich könnte ja diese Himmelsrichtung noch viel präziser ausdrücken, indem ich einfach den Winkel angebe. Und beim Winkel gibt es tatsächlich einige Schwierigkeiten mit dem Skalenniveau. Da ist es nicht so richtig klar, welches Skalenniveau wir ansetzen sollten. Interessanterweise gibt es da auch eine Diskussion auf Stack Exchange. Und da hat ein Physiotherapeut, der eine Studie durchführen wollte, hat gefragt, welches Skalenniveau haben Winkel? Und da wird sich dann so ein bisschen hier gestritten. Ihr seht ziemlich viele Kommentare, ob das jetzt Intervall oder Verhältnis oder gar was ganz anderes ist. Also wer sich dafür interessiert, kann das hier ein bisschen nachlesen. Es ist auf jeden Fall nicht so trivial. Aber wir kommen zurück zu unserem Beispiel. Hier vereinfachen wir das und sagen einfach, die Himmelsrichtung zeigt unterschiedliche Richtungen und mehr wollen wir gar nicht ausdrücken. Okay, machen wir weiter mit der Augenfarbe. Bei der Augenfarbe ist das auch ein bisschen kompliziert, aber ich würde sagen, es ist nominal skaliert. Die Frage ist natürlich immer, für was steht das? Also die Augenfarbe an sich, also eine bestimmte Augenfarbe ist nicht besser als eine andere, deswegen würde ich hier direkt nominal skaliert ankreuzen. Man könnte höchstens sich vorstellen, dass bestimmte Personen vielleicht bestimmte Augenfarben präferieren. Also die haben dann eine bestimmte Ordnung eventuell. Und natürlich gibt es auch oft das Argument, dass die Farbe an sich ist ja etwas Physikalisches. Also das heißt, ich könnte das mit der Wellenlänge angeben und die Wellenlänge wäre verhältnisskaliert. Aber die Frage ist dann immer, für was soll das stehen? Und hier einfach pauschal Augenfarbe, würde ich sagen, da ist nichts weiter dahinter. Also wenn wir uns Augenfarben vorstellen, dann denken wir einfach nur, die sind unterschiedlich, nicht besser oder schlechter. Und deswegen sage ich hier Nominalskala. Als nächstes haben wir die Körpergröße. Die Körpergröße steht nicht da, wie sie gemessen wurde. Wir können annehmen, dass es das metrische System ist. Also das heißt, verhältnisskaliert, ich kann sagen, 200 cm ist doppelt so groß wie 100 cm. Ich habe einen absoluten oder einen natürlichen Nullpunkt und deswegen ist das Ganze verhältnisskaliert. So. Dann die 6, Temperatur in Grad Celsius. Naja, das ist so das klassische Beispiel, da ist es natürlich intervallskaliert. Wir können Differenzen bilden, beziehungsweise sind diese Differenzen gleich groß, also von 0 Grad auf 5 Grad, auf 10 Grad, auf 15 Grad. Diese 5 Grad Abstände, die sind natürlich von der Bedeutung her immer gleich. Aber wir haben keinen natürlichen Nullpunkt, also 0 Grad Celsius. Das ist kein natürlicher Nullpunkt, es geht auch drunter, also wir haben auch Minusgrade, deswegen ist 0 Grad Celsius nicht die Abwesenheit von Temperatur. Also nur Intervallskalenniveau, wir dürfen auch keine Verhältnisse bilden, wir können nicht sagen, 20 Grad ist doppelt so warm wie 10 Grad, das geht nicht.
Und wir sehen schon, bei der 7 haben wir jetzt die Temperatur in Kelvin. Und bei Kelvin gibt es einen natürlichen Nullpunkt, das sind minus 273,15 Grad Celsius. Ja, die 0 Kelvin entsprechen. Und kälter geht es nicht. Also, das ist die Verhältnisskala. Die Frage ist natürlich dann, warum geht es nicht kälter? Naja, die Teilchen, die haben dann irgendwann überhaupt gar keine Energie, Bewegungsenergie mehr. Und darunter geht es halt nicht. Also kälter geht es nicht, wenn sich die Teilchen nicht mehr bewegen, das war's dann. Okay, dann schauen wir weiter. Das Körpergewicht. Auch hier ist nicht angegeben, wie es gemessen wurde, aber wir können davon ausgehen, dass es das metrische System ist, also wohl in Kilogramm. Und das ist verhältnisskaliert. Wir haben einen natürlichen Nullpunkt. Das wäre die Abwesenheit von Gewicht. Und zusätzlich können wir natürlich auch Verhältnisse bilden. Also mit diesen zwei Dingen kann man das dann immer rausfinden, ob es verhältnisskaliert ist. Ich kann sagen, 120 Kilogramm ist doppelt so viel wie 60 Kilogramm. Wenn ich das machen kann, dann ist es verhältnisskaliert. Dann schauen wir weiter. Die Frage 9, Substanzmissbrauch, nie, selten, häufig, bin immer drauf. Das scheint eine Rangordnung zu sein, also Ordinalskala. Warum ist es nicht mehr als Ordinalskala? Wieder das gleiche Argument, der Abstand zwischen nie und selten und häufig, der ist wohl nicht gleich groß, deswegen nur Ordinalskala. Und die letzte Frage für heute, das Datum nach Christi Geburt. Das ist auch ein bisschen tricky, aber ich würde sagen, das ist intervallskaliert. Daten sind üblicherweise intervallskaliert, denn die Abstände zwischen verschiedenen Datumsangaben, die kann ich als gleich werten, also beispielsweise 100 Jahre nach Christi Geburt, 200 Jahre und 300 Jahre, da ist der Abstand, sind immer 100 Jahre und diese Abstände sind gleich groß. Das Problem ist hier, warum ist es nicht Verhältnis? Weil dieser Nullpunkt willkürlich gewählt ist. Also warum ausgerechnet nach Christi Geburt? Ich könnte auch einen anderen Nullpunkt wählen. Deswegen ist es nur intervallskaliert und ich kann natürlich keine Verhältnisse bilden. Also 200 Jahre nach Christus ist nicht das Doppelte von 100 Jahren. Das mag vielleicht etwas komisch klingen, aber diese Verhältnisse, die könnten wir nur bilden, wenn wir einen natürlichen Nullpunkt haben. Da mag jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, den haben wir nämlich mit dem Urknall. Also wenn wir das Datum nach dem Urknall messen, dann könnten wir Verhältnisse bilden. Die Frage ist dann vielleicht auch ein bisschen philosophisch, was war vor dem Urknall? Gar keine Zeit, dann wäre das Argument gültig, aber ist vielleicht auch etwas schwierig, komplett nachzuvollziehen. Okay, dann schauen wir uns mal die Auflösung an. Wir haben jetzt nur 10 der 25 Fragen beantwortet, aber wir können ja schon mal schauen, ob diese 10 korrekt sind oder nicht. Und da würde ich mal ganz runtergehen und auf die Auswertung klicken. Und wir sehen, wir haben 10 Punkte erreicht, also haben wir alle 10 Fragen richtig beantwortet. Okay, das war's für heute. Wir machen dann in einer Woche weiter mit den anderen Fragen. Und ich hoffe, du hast was gelernt. Die schwierigste Frage heute war bestimmt zu den Himmelsrichtungen und auch der Querbezug zu den Winkeln. Und ich würde gerne von dir wissen, was denkst du über die Winkel? Also ein Winkel gemessen, ist das Intervallskala, Verhältnisskala oder vielleicht sogar irgendwas ganz anderes? Wenn du eine Meinung dazu hast, kannst du sie gerne unter das Video posten. Ich würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss!